Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Fast jeder bekommt in seinem Leben mindestens einmal Rückenprobleme und fast jeder zweite sogar Rückenschmerzen einmal pro Jahr. Und so richtig schlimm ist es, wenn diese Schmerzen einfach nicht mehr weggehen wollen, egal was man unternimmt. Aber auch dafür gibt es eine Lösung. Bei mir ist Dr. Oliver Bachmann. Er ist Oberarzt im Rückenzentrum der Asklepios Klinik St. Georg. Schön, dass Sie da sind. Herzlichen Dank. Sagen Sie uns, Ihre Patienten, in welchen Situationen kommen die zu Ihnen? Schon wie Sie so umrissen haben, hauptsächlich Patienten, die seit sehr langer Zeit einen Rückenschmerz haben, also ab einer Grenze so von über 3 Monaten. Das sind die Leute, wo man von einem chronischen Rückenschmerz sprechen kann, aber wir kriegen auch subakuten Rückenschmerz. Unsere Aufgabe ist, den Grund für den Rückenschmerz ausfindig zu machen und den richtigen Therapiepfad einzuschlagen. Ich habe jetzt gehört, subakut und chronisch. Wie lange muss ich diese Schmerzen haben? 3 Monate mindestens? Ab 3 Monaten spricht man von einem chronischen Schmerz. Ja. Dann ist es so, dass sich das Nervensystem des Körpers verändert und sich die Schmerzwahrnehmung des Patienten verändert. Das heißt, der Rücken, der vorher vielleicht einmal ein Problem dargestellt hat, führt jetzt zu vermehrtem Schmerz, obwohl sich der Rücken im Prinzip gar nicht verändert hat. Ja. Also man muss anfangen, bei dem Begriff Rückenschmerz zu unterscheiden. Der Begriff Rückenschmerz besteht aus 2 Wörtern, Rücken und Schmerz. Mhm. Und bei uns liegt die Aufgabe darin, herauszufinden, was ist das Problem? Der Rücken oder der Schmerz? Weil beides ist bedarf einer unterschiedlichen Therapie. Ich habe aber ja doch Schmerzen, wo? Im Nacken zum Beispiel, mhm, oder auch anderswo. Genau, das ist also der Rücken geht ja vom Kopf bis zum Popo runter, mhm, und in der gesamten Region kann ein Schmerz auftreten. Die Frage ist ja immer, ob die Ursache für den Schmerz auch im Rücken liegt oder ob die Ursache nicht vielleicht eine andere ist. Und da haben Sie jetzt eine vor Augen, die eigentlich gar nicht mehr aus der vermeintlichen Schmerzquelle zu kommen scheint. Also viele Patienten kommen ja mit diesem somatischen Erklärungsmodell. Das heißt, die denken, bei mir am Rücken geht etwas kaputt oder ich mache etwas und das schädigt meinen Rücken. Oftmals ist das gar nicht der Fall. Oftmals ist es so, dass die Patienten, gerade weil sie nichts mehr machen, den Rückenschmerz bekommen. Also umso inaktiver ich werde, desto stärker wird der Schmerz. Da liegt zum Beispiel ein Punkt beim Rückenschmerz. Der andere liegt allerdings darin, dass ich mich irgendwann mal dem Schmerzthema zuwenden muss. Also bewege ich den Körper, trainiere ich den Rücken und er wird nicht besser, dann ist das vielleicht nicht mehr der ausschließliche Grund. Und das sieht man ganz häufig bei Patienten, die halt sehr lange schon Therapieformen gemacht haben, wie Physiotherapie oder sogar eine Reha schon gemacht haben, die vielleicht die Funktionalität des Rückens verbessert haben, aber nicht den Schmerz. Und dann muss ich gucken, ist die Ursache für das Schmerzempfinden wirklich immer noch der Rücken oder gibt es andere Gründe dafür vielleicht? Und welche Gründe können das sein? Schmerz ist vielfältig. Man nennt das biopsychosoziale Schmerzmodell. Das heißt, der Rückenschmerz kann einmal vom Rücken selber kommen, aber unterstützt oder das Schmerzempfinden wird getriggert durch Faktoren der Umgebung. Also einmal ich selber, wie bin ich denn drauf? Bin ich gut drauf oder schlecht drauf? Dadurch verstärkt sich einerseits der Schmerz oder er kann sich dadurch auch verbessern, aber auch durch mein soziales Umfeld. Bin ich also zum Beispiel mit meinem Job zufrieden oder nicht? Bin ich sehr unzufrieden mit meinem Job, dann kann zum Beispiel schon alleine der Job ein Auslöser sein für einen Schmerz, für einen Rückenschmerz. Aber ja nicht für jeden. Das heißt, man muss schon ein Typ dafür sein, vielleicht, mhm, oder? Man muss unterscheiden, in welchem Krankheitsstadium befindet sich der Patient. Mhm. Hat er noch ein wirkliches Rückenproblem oder hat er ein Rückenschmerz oder Schmerzproblem? Und das ist unsere Aufgabe, das genau zu kanalisieren und zu gucken, was braucht der Patient, weil wir sehen den Patienten als Gesamtkunstwerk und nicht nur als Rücken. Das heißt, wir beschäftigen uns, wenn der Patient zu uns kommt, in der Gesamtheit, mhm, mit dem Patienten, weil alles aus dem Leben hat einen Einfluss auf das Schmerzempfinden des Patienten. Und Schmerz ist immer das, was der Patient sagt, was Schmerz ist. Das heißt, der Satz von einem Arzt, Sie haben ja nichts, kann man so nicht gelten lassen, weil man hat ja den Schmerz und den bildet man sich garantiert nicht ein. Genau, den kann man sich ja gar nicht einbilden nach Ihrer Theorie. Im Grunde den kann man sich nicht einbilden, genau, weil er nämlich auch wirklich vorhanden ist. Er ist da. Nur der Grund für diesen Schmerz, der liegt vielleicht schon tatsächlich nicht mehr im Rücken selber, mhm, sondern der Rücken ist nur noch die Projektionsfläche dafür. Ja, Ihre Therapie, welche Bausteine hat die denn? Wir beschäftigen uns also genau mit diesem Thema biopsychosozial. Das heißt, wir gucken bio, der Rücken. Was kann ich denn mit dem Rücken machen? Hat er spezifische
Probleme? Ist die Muskulatur schwach? Hat er ein Gelenkproblem? Hat er ein Nervenproblem? Hat er ein Muskelproblem? Dann kristallisiert sich genau heraus, was hat er eins? Und dann kann man auf die Weise zum Beispiel sagen, okay, wir müssen genau das trainieren, was der Patient nicht kann. Dann beleuchten wir die Struktur, also was sieht der Arzt auf dem MR-Bild? Man muss sagen, dass häufig Diagnosen gestellt werden anhand eines MR-Bildes, aber ich kann eigentlich auf einem MR-Bild nie den Grund für einen Schmerz sehen. Das ist so, als wenn ich Ihnen ein Foto vorlege von einem Telefon, da können Sie auch nicht drauf sehen, ob es klingelt. Das geht nicht. Ja, also genau. Auf einem MR kann ich auch die Schmerzursache nicht erkennen. Geht nicht. Das heißt, wir müssen gucken, ist das, was auf diesem Bild abgebildet wird, kann ich diesen Schmerz reproduzieren? Ist das die Ursache? Hängt das zusammen oder nicht? Ja, also dieses MRT, von dem Sie sprechen, das kann ja unter Umständen ganz schlimm aussehen. Genau. Nur muss das dann gar nicht wehtun. Stattdessen ist es etwas anderes, was sich bei mir längst selbst verselbstständigt hat. Und womöglich noch schlimmer wird durch den Blick auf das Bild, wo es so katastrophal drauf aussieht. Da haben Sie komplett recht, ja, so genau. Ist es nämlich. Und ja. Was ja auch spannend ist, jeder weiß ja, dass die Arthrose im zunehmenden Alter auch zunimmt. Ja. Also Omi wurde immer kleiner. Da hat sich nie einer drüber gewundert. Aber warum wird denn Oma kleiner? Weil sich die Bandscheiben natürlich auch verschmälern. Das ist etwas völlig Normales. Jetzt mache ich also ein MR-Bild und sehe eine desaströse Wirbelsäule. Mhm. Jetzt kann es aber sein, dass die Oma gar keine Schmerzen hat. Mhm. Und was auch spannend ist, ist, umso mehr diese degenerativen Veränderungen zunehmen, diese Verschleißerscheinungen, desto weniger wird der Schmerz. Im Alter hat man weniger Schmerzen als zum Beispiel in dem Alter zwischen 40 und 60. Mhm. Was ist denn dann das Ziel der Behandlung? Ist denn der Versuch, den Patienten sozusagen von außen auf sich drauf schauen zu lassen, um zu sagen, also den Schmerz kannst du eigentlich isolieren, der muss dich nicht beherrschen, was ist das Ziel? Genau, also meistens sind die Patienten vom Schmerz beherrscht. Das heißt, die fangen an, ihr gesamtes Leben um diesen Schmerz herum zu organisieren. Vielen von denen fällt das gar nicht mehr auf, weil das schon so lange geht, dass das für denen der Alltag ist. Also zum Beispiel, wenn die das Problem haben, einen Kasten Wasser zu heben, machen die das nicht mehr. Also die vermeiden alles, was den Schmerz vielleicht verursachen könnte. Umso mehr ich vermeide, deswegen, desto weniger kann ich, desto mehr schone ich mich und desto schlimmer wird es. Also wir wollen die Patienten aus dem Griff des Schmerzes herausnehmen, dass der Patient wieder bestimmt, wie er sein Leben gestalten möchte und nicht der Schmerz. Wenn ich also jetzt bei Ihnen einen Termin mache, was passiert dann mit mir? Sie bekommen man nennt das einen allgesiologischen Diagnostiktag. Das heißt, einen Untersuchungstermin, der beinhaltet 3 Stunden. Da werden Sie erstmal vom Arzt gesehen, der nimmt die ganze Anamnese aus, beurteilt die Röntgen- und MR-Bilder und untersucht Sie einmal spezifisch auf das, was ich im MR-Bild zum Beispiel sehe und dem Körper. Dann geht es zu einem Physiotherapeuten, der guckt sich genau an die Funktionalität von dem Patienten. Was kann der denn eigentlich? Okay, die Wirbelsäule ist krumm, aber es gibt ja auch keine Gerade. Der hat eine Arthrose, okay, mag ja alles sein. Aber die Frage ist, was kann er denn noch damit? Ist er denn funktionell so eingeschränkt, wie er das selber empfindet? Und als drittes geht es darum, dass die Patienten zu einem Psychologen gehen, weil der Schmerz immer etwas mit meinem Umfeld und mit mir selber zu tun hat. Man weiß, dass 70% aller chronischen Schmerzpatienten eine Depression entwickeln. Und diese Depression kann alleine schon einen Schmerz auslösen, aber auch umgekehrt. Also eine depressive Person neigt eher zu Schmerz als eine Nicht-Depressive. Einer, der Schmerzen hat, neigt eher zu einer Depression als ein Nicht-Schmerzpatient. Mhm. Und da geht es also nicht darum, bei den Psychologen, ob sie als Kind zu heiß gebadet worden sind, sondern es geht wirklich darum, was kann ich tun, wenn der Schmerz mich mal wieder in den Griff nimmt? Das Defokussieren, das nicht immer auf diesen Schmerz starren, sondern vielleicht mal dran vorbeizusehen. Was weiß ich denn dann am Ende dieser 3 Stunden? Am Ende wissen Sie genau, warum Sie diese Schmerzen haben, die Ursache für den Rückenschmerz. Den versuchen wir rauszufinden, weil der Hauptteil der Therapie basiert ja immer auf einem Symptom. Ich habe Rückenschmerzen, also versuche ich etwas gegen das Symptom Rückenschmerz zu machen, aber nicht gegen die Ursache des Rückenschmerzes. Und wir suchen nach der Ursache und wollen diese behandeln.
Und wenn ich jetzt bei Ihnen also bleibe, nachdem ich diesen 3-Stunden-Test, diesen Tag bei Ihnen absolviert habe, dann wüssten Sie vermutlich, da ist nicht wirklich was, also da muss nichts operiert werden, sondern... Das gilt es ja auch herauszufinden, genau. Einige Patienten müssen dann operiert werden. Doch weiter zu überweisen. Genau, die müssen dann operiert werden, das kann man bei uns ja im Haus auch machen, da interagieren wir ganz eng mit den Chirurgen, also mit dem Wirbelsäulenzentrum. Wenn das so sein muss, dann wird der Patient natürlich dahin weitergeleitet. Ist es aber etwas, wo der Patient nicht operiert werden muss, sondern man kann den konservativen Therapieversuch unternehmen, dann würden die in diese man nennt das eine tagesstationäre Therapie, eingeschleust werden. Der Patient kommt also an einem Tag, also vormittags, und geht nach ungefähr 5 bis 6 Stunden Therapiezeit wieder nach Hause. Und die Therapie dauert insgesamt 4 Wochen, jeden Tag 5 Stunden. Und der Fokus liegt auch auf diesen 3 Bausteinen jeden Tag. Ist das gut, dass der jeden Abend wieder nach Hause geht? Aus unserer Sicht besonders gut, weil der Patient hat ja vor gewissen Dingen in seinem Leben Angst. Zum Beispiel, er möchte die Spülmaschine nicht ausräumen. Wenn er jetzt genau das Problem hat und er möchte die Spülmaschine wieder ausräumen, dann muss ich ja genau auch das trainieren. Jetzt hat er davor aber Angst, weil er Schmerzen hat. Das heißt, bei uns ist immer eine ganz enge Therapeutendichte. Wir haben 8 Patienten pro Gruppe und darauf sind 2 Therapeuten. Also pro 4 Patienten immer ein Therapeut. Die Therapeuten haben ganz genau diese Patienten im Auge und können genau auch sehen, wo liegt das Problem. Hat er Angst vorm Schmerz? Hat er irgendwas anderes? Also warum bückt er sich nicht und warum geht er nicht runter? Wir trainieren also die Spülmaschine. Wichtig ist aber, dass wenn er dann nach Hause geht, auch in seiner eigenen Spülmaschine das direkt umsetzt. Wenn er das vermeidet, oder sagen wir mal, er wäre jetzt stationär und er kommt nach 4 Wochen nach Hause und sieht die Spülmaschine, dann ist das ja was anderes als das, was er in der Therapie kennengelernt hat. Aber die Assoziation zwischen Spülmaschine und Schmerz besteht immer noch. Und die müssen wir durch eine korrigierende Erfahrung ausgleichen sozusagen. Das heißt, bei uns lernt er, du hast kein Problem damit, du konntest diesen Kasten Wasser heben zum Beispiel, jetzt geh nach Hause und räum die Spülmaschine aus. Das heißt, Sie üben das bei sich in der Klinik, in der Gruppe, wie man zum Beispiel eine Spülmaschine ausräumt? Wir üben das, was der Patient meint, nicht machen zu können, also wo der das Hauptproblem hat. Also ganz individuell. Ja. Und wie ist Ihre Erfolgserfahrung bisher? Schmerz ist ja etwas sehr Subjektives. Sagen die Patienten danach, es ist alles weg und ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, dass es mal anders war? Wir haben jetzt, also es gibt sehr wenige Daten über das Ganze, über eine Langzeitwirkung einer solchen Therapie. Wir haben jetzt angefangen, diese Daten zu sammeln und dabei hat sich gezeigt, dass man ungefähr sagen kann, dass sich 2/3 der Patienten um 2/3 verbessern. Also ungefähr 60-70% verbessern sich in ihrer Schmerzwahrnehmung und in der Funktionalität um auch ungefähr 70%. Und gibt es da unterschiedliche Gruppen, also manche, die sich spürbar besser erholen von den ehemaligen Schmerzen als andere, die dann bei dem Schmerz bleiben? Gibt es auch. Ja. Da ist immer die Frage, wo vorher der Fokus lag, also was ist die Ursache für den Schmerz an sich? Liegt er mehr in dem biologischen, in dem psychosozialen Anteil? Liegt er mehr in dem biologischen, dann kann ich das relativ schnell anfassen, das Problem, und den Patienten trainieren und dann würde er auch sehr schnell gut werden, messbar gut. Liegt es mehr aber in dem psychosozialen Anteil, dann geht es ja erstmal darum, dass der Patient selber seine Eigenschaften und seine Komfortzone verlässt und sich selbst verändert. Und das ist ein sehr schwieriger Weg. Teilweise wird dem Patienten sehr, sehr viel davon abverlangt. Aber wenn das wirklich die Schmerzursache ist, dann ist das wichtig, dass man genau dieses Problem angeht. Und dann dauert das bei diesem Patienten natürlich wesentlich länger. Ja, nun ist es ja sowieso nicht damit getan, bei Ihnen gewesen zu sein, sondern das Leben danach geht ja weiter und der Mensch verändert sich ja nicht so schnell. Ich glaube, Sie geben dem Patienten dann auch eine ganze Menge mit auf den Weg, kann das sein? Wir legen den Grundbaustein erstmal. Erstmal muss der Patient verstehen, was er hat und auch merken, dass er nicht alleine ist, sondern dass es ganz viele Patienten gibt, die das haben. Man sagt ja, 95% der Industriegesellschaften haben einmal im Leben eine akute Rückenschmerzepisode. 10% chronifizieren und das bedeutet für Hamburg 200.000 Leute. Und diese 200.000 Leute, die bekommen oftmals nicht die gerechte Therapie, weil die sitzen vom Arzt und die sehen ihn nicht als Schmerzproblem, sondern immer noch als Rückenproblem und behandeln ihn deswegen falsch. Also, wir gehen hin und geben dir natürlich nach Therapiebeendigung einen genauen Fahrplan. Und zwar genau da, wo
der Schmerzfokus lag. Also trainieren muss eigentlich fast jeder, aber einen Physiotherapeut braucht er nicht dafür. Der kann selber Sport machen, weil nur wenn er selber etwas tut, kann er auch selber etwas verbessern. Mhm. Bei denen, wo der psychosoziale Anteil sehr hoch liegt, ist vielleicht auch die ambulante Psychotherapie, die danach im Anschluss stattfinden sollte, das Mittel der Wahl. Eine Verhaltenstherapie zum Beispiel. Ja, genau. Also und auch da gibt es zum Beispiel Schmerzverhaltenstherapien, die speziell auf den Schmerz ausgerichtet sind. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Gerne. Und wir sehen uns wieder auf www.asklepios.com, auf Facebook und auf YouTube. Werden Sie gesund!